Hallo zu einem neuen Video auf den Wegtex-Kanal. Heute geht es um zwei LED-Produkte von Gowe. Einmal das Gowe Flow Lightbar. Das ist eine Lightbar. Die könnt ihr hinter dem Fernseher machen und dann könnt ihr damit euer Ambient Light nachrüsten. Dazu noch ein 5 Meter LED-Strip von Gowe mit App-Steuerung und Alexa-Steuerung natürlich auch am Start. Mehr zu den Produkten erfahrt ihr nachher im Video. Bevor ich euch die Produkte zeige, euch noch einen Unterschied zeigen, der für mich wirklich groß ist. Hier ist ein Bild eingeblendet, wie mein Zimmer aussieht, wenn alle LEDs aus sind. Sieht es nicht schlecht aus, aber auch nicht das Geilste. Wenn man jetzt die LEDs anmacht, finde ich, wird das Zimmer über doppelt so gut und die LEDs kosten noch nicht wirklich viel. 5 Meter kosten zwischen 10 und 30 Euro und ich finde, das ist wirklich das Geld wert. Bevor ich euch aber die Produkte vorstelle, wollte ich noch anmerken, dass die Produkte mir von Gowe zur Verfügung gestellt wurden. Deswegen steht hier oben ist Werbung. Aber ich kann euch sagen, ich benutze die Marke jetzt schon seit 1,5 Jahren und ich hatte nie damit Probleme. Deshalb hört in diesem Review meine wirklich eigene Meinung. Fangen wir an mit der Gowe Flow Bar. Diese kostet 80 Euro und kann hinter jedem Fernseher oder Monitor, der bis zu 45 Zoll groß ist, zur Ambient Light Nachrüstung verwendet werden. Viele von euch kennen vielleicht die Philips Hue Methode. Diese kostet aber mehr als 300 Euro und dafür braucht man ein HDMI-Signal, was in den Fernseher reingeht. Oder ist bei normalen Fernsehprogrammen, ist es leider nicht der Fall, also könnt ihr da die Philips Hue Beleuchtung gar nicht benutzen. Diese Lösung hier ist einmalig und wird mit einer Kamera oben am Fernseher montiert. Diese scannt in den Fernseher und die Farben, dass dann als Ambient Light auf der Rückseite an die Wand ran produziert werden. Dazu können die Gowe Flow Bars entweder stehend oder liegend montiert werden. Jetzt kommen wir zum Unboxing vom Gowe Flow Pro und zuerst mal öffnen wir den Karton. Darin befindet sich direkt die Anleitung. Den kann man hier so ein Deckel abmachen. Dort drin sind die zwei LED-Bars drin. Dann haben wir noch jede Menge Päckchen drin. Ich würde sagen, wir beginnen mal erstmal mit den ersten hier. In dem Päckchen ist das Netzteil mit dem Kabel drin. Dann ist noch der Controller drin, wo die Kamera, die LED-Bars und natürlich das Netzteil angesteckt werden. Unter diesem Karton befinden sich dann noch so Klebezettel. Die klebt ihr dann zum Beispiel an eurem Fernseher dran, wenn ihr die Punkte für die Kamera fixiert. Hier sind dann noch komplett verschiedene Haltefüße. Die sind dafür da, wenn man die hinlegt oder wenn man die aufstellen will. Und im letzten Päckchen ist dann noch die Kamera drin, die dann am Ende auf dem Monitor drauf gemacht wird oder auf dem Fernseher oben drauf, dass man die Farben erkennt und die LED-Bars die Farbe wiedergeben können. Die Gowe App ist wirklich sehr übersichtlich und bietet euch viele Funktionen. Bei den Lightbars kann man erstmal die Farbe einstellen. Diese kann man auch in einzelne Segmenten unterteilen, dass mehrere Farben gleichzeitig auf einer Bar angezeigt werden. Dazu gibt es noch einen Sehen-Modus. Da gibt es viele voreingestellte Sehen. Dazu können die Bars auch auf Musik reagieren, was jetzt aber nicht zu 100% funktioniert. Hier gerade mal ein Beispiel eingebettet. Dass ihr das Ambient Light an eurem Fernseher nachrüsten könnt, müsst ihr erstmal die Flowbars an die Rückseite eures Fernsehers mit den mitgelieferten Standfüßen anbringen. Danach müsst ihr die Kamera oben in der Mitte festkleben und fixieren und die orangenen Vierecke an den gezeigten Stellen hinkleben. Jetzt müsst ihr in der App die Flowbars auswählen, dann die Punkte zu den orangenen Vierecken hinziehen. Dann braucht es noch ein paar Sekunden zum Kalibrieren. Und danach würde ich euch empfehlen, einen Ambient Light Test durchzuführen. Unten in den Kommentaren ist doch einer verlinkt, weil so könnt ihr sehen, ob ihr es mal wirklich richtig kalibriert habt. Jetzt kommen wir auch schon wieder zum Fazit von den Gowe Flow Bars. Die Gowe Flow Bars können auf den Tisch gestellt werden oder in ein Möbelstück rein, das sie einfach zur Deko dienen vom Gamingzimmer. Für was die Gowe Flow Bars eigentlich gedacht sind, ist zur Ambient Light Nachrüstung. Diese funktioniert eigentlich nahezu perfekt. Wie ihr in den Beispielen gesehen habt, funktioniert diese nicht wirklich immer, aber eigentlich zu 90% der Fällen funktioniert diese wirklich gut. So ein Konzept mit der Kamera oben auf dem Fernseher gab es noch nie und Gowe ist auch die erste Marke. Der Vorteil von der Kamera ist wirklich, dass es bei allen funktioniert und nicht nur, wenn HDMI-Signal in den Fernseher reingeht,
Also könnt ihr bei jedem Fernsehprogramm, wenn ihr Netflix schaut und alles, auch die Gove Lightbars benutzen. Bei der Lösung von Philips Hue, die einiges teures, braucht ihr einen HDMI-Eingang, zum Beispiel von PlayStation 4 oder von Amazon Fire TV Stick, weil sonst funktioniert das Ganze bei Philips Hue nicht, aber dafür ist es auch, wenn man so denkt, genauer. Die Farben von der Gove Flowbar sind sehr, sehr kräftig und gefallen mir wirklich gut. Das einzigste, was ihn stören kann, ist natürlich die Kamera oben drauf. Aber wie gerade erwähnt, hat die seinen Sinn. Und wenn ich euch jetzt mal ein Vorher- und Nachher-Beispiel einblende, dann vergisst ihr die Kamera wieder ganz schnell. Weil wenn ihr das Ambient Light an eurem Fernseher dran habt, es ist ein komplett neues Fernsehschauerlebnis, wenn ihr da zum Beispiel zockt oder irgendwelche Filme schaut. Weil einfach, ihr taucht viel mehr in das Geschehen ein, weil das Bild kommt euch ein bisschen größer vor, weil einfach ringsherum noch dieses Licht ist. Für alle die, die es aber einen größeren Fernseher haben als 45 Zoll, gibt es natürlich noch einen LED-Strip von Gove, der genauso funktioniert mit der Kamera. Könnt ihr euch auch auf Amazon kaufen, ist in genau derselben Preiskategorie, habe ich euch auch unten in der Beschreibung verlinkt. Jetzt kommen wir zum nächsten Produkt und das ist der Gove LED Strip mit 5 Meter. Und was ich einfach sehr geil finde, ist, dass er eigentlich dieselben Eigenschaften hat, wie die früher von Gove, die 25 bis 28 Euro gekostet haben. Und was ich hier wirklich sehr krass finde, ist, dass diese hier gerade mal etwas über 10 Euro kostet. Ihr habt dann natürlich keine Fernbedienung dabei, das finde ich aber ehrlich gesagt nicht so wichtig. Aber ihr habt für das Geld schon eine App und eine Alexa-Steuerung inklusive. Der LED Strip von Gove hat 5 Meter, natürlich die RGB-Funktion ist eigentlich genauso wie der andere RGB-Strip. Dazu besitzt er eine sehr durchdachte App und eine Alexa-Kompatibilität. Diese hier hat genau dieselben Funktionen wie meine anderen LED-Strips, die ich auch von Gove in meinem Sim habe, wie an der Snackbar oder hinter meinem Monitor zum Beispiel. Diesen LED-Strip hier tue ich nicht benutzen, weil ich den dann noch für ein späteres Projekt brauche, was dann so in Herbst kommen sollte. Auf dieses Projekt könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon freuen, das wird mega geil. Und sonst ist die App wirklich sehr übersichtlich, sehr durchdacht. Ihr könnt die Farbe einstellen, hat viele Szenen zur Verfügung, wo ihr einstellen könnt für den LED-Strip. Dazu kann dieser auch auf Musik reagieren. Ich kann euch den LED-Strip auf jeden Fall sehr empfehlen. Für etwas 10 Euro bekommt ihr hier wirklich 1+ Qualität. Denselben gibt es sogar schon jetzt verfügbar auf dem Markt mit 10 Meter. Der kostet 18 Euro, auch wirklich sehr preiswert. Was ich einzig und allein nicht getestet habe, ist die Langlebigkeit, weil das kann man jetzt auf die Kürze gar nicht so testen. Aber wie ich von Gove gewohnt bin, wenn man mit dem LED-Strip gut umgeht, hält doch ein paar Jahre lang. Aber ich denke es mal nicht, dass dieser LED-Strip hier für etwas mehr als 10 Euro mehr als 3 Jahre heben wird. Aber ich kann mich hier natürlich auch täuschen. Insgesamt Gove bietet ein riesiges Portfolio an Produkten. Ja, das sind die wirklich geilen, nur in den USA verfügbar. Wenn ich die Möglichkeit habe, mal in die USA zu gehen oder wenn die Produkte in Deutschland verfügbar werden, werde ich auf jeden Fall mir viele bestellen und aus allen Kategorien ein Video machen, was wirklich sehr gut dann wird. Also seid auf dieses Video wirklich gespannt. Das wird dann gleichzeitig auch ein Setup-Upgrade-Video. Natürlich muss ich erstmal warten, bis sie wirklich verfügbar sind, die Produkte. Also seid gespannt auf das Video. Natürlich muss ich jetzt leider erstmal warten, bis das Ganze verfügbar ist. Das kann noch Jahre oder Monate dauern. Kommen wir zum Fazit und erstmal, LEDs machen euer Zimmer viel schöner und kosten nicht wirklich viel. Das 5 Meter Band gibt es auch in 10 Meter, wie schon mal erwähnt, für 16 Euro. Link zu beiden auf jeden Fall in der Beschreibung. Wenn ihr euch von diesen zum Beispiel 5 holt, gebt ihr ungefähr 60 Euro aus und euer Zimmer sieht danach 1000-mal geiler aus, weil ihr dann einfach 25 Meter RGB LEDs Strip habt. Und dazu dann noch eine Alexa, wozu auch bald ein Video kommen wird. Und habt einfach ein sehr geiles Zimmer mit Alexa Steuerung und viel RGB Beleuchtung. Die Gove Flowbar ist, finde ich, für jeden interessant, der einen Fernseher oder Monitor hat bis zu 45 Zoll und sein Ambient Light nachrüsten will für wenig Geld. Ich würde diese auch Gamern empfehlen, die ein Single Monitor Setup haben, direkt an der Wand sind, weil es einfach besser für die Augen ist und euch ein so viel besseres Gefühl beim Zocken gibt. Ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall das komplette Portfolio von Gove abzuchecken, da sind nur wirklich geile Sachen dabei. Und im Vergleich zu anderen Marken hat man hier wirklich eine sehr, sehr gute Preis-Leistung und zumindest in den USA ein wirklich sehr breites Portfolio. Zu den ganzen Produkten von Gove habe ich nicht wirklich einen Kritikpunkt. Wenn ihr schlechte Erfahrungen habt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Aber sonst war es eigentlich mit meinem Video heute dazu. War es ein nicht so langes Video, glaube ich. Aber ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen und es war hoffentlich auch sehr informativ. Ich hoffe auf jeden Fall, dass klappt, dass die Gove-Produkte bald alle in Deutschland verfügbar werden. Aber sonst war es mit dem Video. Lasst ein Like oder einen Kommentar da. Teilt den Kanal, wenn euch meine Videos gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüssi. With the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like, here I go again. Outside says chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on.